Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Ja, jetzt ist es soweit. Die 2 Wochen sind rum. Vor 2 Wochen habe ich hier für den Stefan 123321 ein Herbertsmesser vorgestellt, das ich mir zu diesem Zweck gerade ein paar Minuten vorher gekauft hatte. Und ich habe dann am Ende des Videos angekündigt, dass ich das ganz gerne verlosen möchte. Und wer Lust hatte, sollte es mir in den Kommentaren schreiben. Das waren ganze 18 Personen, die sich da gemeldet haben. Für jeden habe ich hier ein Los vorbereitet. Die gucken wir uns jetzt noch mal einmal an, damit ihr sehen könnt, wer dabei war oder wer dabei ist. Das ist der Inisch, der Pitti 6611, der My Knife Life, der MS Bricktop, Pants and Knives, Robert Craven, Philipp H. Gear to Video, Trilobit 00, der Tobi Ziegellehrer mit R. Und ja, Bruce Lee war auch dabei, Matthias Höhne, dann Möhre von Valentin Bär, die Jelena Dimitrova, der Nightwolf 866, Tobias Schloh und last but not least J.F. So, um das ein bisschen interessanter zu gestalten, habe ich mir Folgendes ausgedacht. Ich werde jetzt diese Lose hier in meinen tollen Trinkbecher von Espeed packen. Und dann packen wir da einen Deckel drauf, schütteln einmal durch. Und dann habe ich hier diesen wunderbaren Monopoly-Würfel. Und damit werde ich dann die Anzahl derjenigen Lose bestimmen, die ich aus diesem Topf rausnehmen werde. Werde die Namen dann in die Kamera halten. Das sind die Leute, die nicht gewonnen haben. Und das letzte Los, das dann hier noch drin bleibt, das hat gewonnen. Kann sein, dass das Ganze etwas peinlich wird und lange dauert, aber ich fand es jetzt diesmal besser, als einfach random.org zu benutzen. Ja, falten wir nochmal eben schnell. Das mache ich jetzt mal im Schnelldurchgang, damit ihr hier nicht so lange warten müsst. So, jetzt kräftig durchschütteln. Und jetzt würfel ich hier die Anzahl der Lose, die ich rausholen werde. Ein bisschen Kopfrechnen angesagt. 18 Lose sind drin. 6 Lose gehen raus. Nightwolf 866, leider nicht gewonnen. Genauso wie die liebe Jelena Dimitrova. Schade. Und für den Inisch tut es mir auch leid. Das war jetzt das dritte. Das vierte. Möhre von. Auch leider nicht dabei. Dann das fünfte Los. Gear to Video, leider nicht gewonnen. Und jetzt kommt das letzte. Dann machen wir weiter. Tobias Schloh, auch leider nicht dabei. Deckel drauf, nochmal kräftig durchschütteln. Jetzt 6 haben wir raus, dürften noch 12 drin sein. 5. 5 Lose gehen raus. Bruce Lee, leider nicht. Das war das erste. Dann der Pitti 6611, auch leider nicht dabei. Das zweite.
Dann der oder die J.F. auch nicht, das war das dritte. Jetzt kommt das vierte. Valentin Bär leider nicht dabei. Und der letzte dieser Runde, Philipp H. auch leider nicht dabei. Jetzt dürften noch 7 Stück drin sein, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Wir würfeln wieder eine 4. 4 Lose gehen raus. Dürften dann noch 3 Stück drin bleiben. Der erste, Robert Craven, leider nicht. Der zweite, Trilobit 00, auch leider nicht dabei. Dann zum dritten, MS Brick Top 80. Mensch, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und der vierte, My Knife Life, auch leider nicht dabei. Wie gesagt, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, müssten noch 3 Lose drin sein. Das überprüfe ich mal vorsichtshalber. Ja, 3 Lose könnt ihr noch erkennen. Nochmal durchschütteln. Und jetzt muss natürlich entweder eine 1 oder eine 2 fallen, ansonsten macht das Ganze keinen Sinn. Und hier ist jetzt der Moment, wo es ein bisschen peinlich werden kann. 5, 4, 2. Super. Genau das passt. 2 Lose gehen jetzt noch raus. Pens and Knives auch leider nicht dabei. Und lange durchgehalten, aber auf der Zielgerade doch verloren. Tobi Ziegeler. And the winner is. And I proudly present. Und wer jetzt mitgezählt hat, weiß es natürlich schon. Der Matthias Höhner hat gewonnen mit der Losnummer 12. Matthias, ich würde dich darum bitten, mir eine PN zu schreiben mit deiner Adresse, damit ich dir das Messer dann Anfang nächster Woche in die Post stecken kann. Matthias Höhne hat also hier mein Herbertsmesser, dieses traditionelle Messer mit diesem wahnsinnigen Packerholz gewonnen. Ja, Matthias, das Messer geht dir also in den nächsten Tagen zu. Und das soll es jetzt auch gewesen sein für diese leicht zu lang geratene Veranstaltung. Ich hoffe, ihr seid trotzdem dabei geblieben und habt nicht ausgeschaltet, als ihr gesehen habt, dass euer Name gezogen worden ist und ihr leider nicht gewonnen habt. Ansonsten würde ich mich natürlich ganz besonders freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es bei mir heißt, Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Bis dahin, tschüss.